Iris kennt ihr ja wahrscheinlich von ihrem Kanal Fellowmit. Wenn nicht, müsst ihr da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich erzähle euch ganz zum Schluss von diesem Video nochmal, warum ihr auf jeden Fall da reinschauen müsst. So, wir schicken uns, weil wir beide Tierärzte und Katzenbesitzer sind, ziemlich häufig Katzenmemes hin und her. Und die sind manchmal sehr, sehr lustig und manchmal sehr, sehr fragwürdig. Deshalb dachten wir uns, schauen wir uns mal mit euch zusammen ein paar Memes an. Iris, bist du bereit? Ich bin soweit. Perfekt. Okay, auf geht's. Meme 1. Attack Mode activated. mega. Ich bemitleide den Kameramann oder die Kamerafrau, die gleich attackiert wird. Ja, definitiv. Ja. Aber was echt cool ist zu sehen, wie die Pupillen reagieren, ne? Sobald das Adrenalin einschießt und der Fight-or-Flight-Modus angeworfen wird, wie die Schönheit. Ja. Ja, fehlt nur noch der Butt-Wiggle, dass sie so mit dem Po wackeln. Ja. Und dann springen sie irgendwann los. Meme 2, let's go. You kiss the kid, you get the hit. Oh, oh. Oh, Warnsignal. Oh, oh. Ja, selber schuld. Ohne Mist. Wirklich, dieses, so das empörte Geräusch am Ende von der Frau ist einfach nicht angebracht, weil die Katze hat, was, zwei oder dreimal hat sie gewarnt. Und wenn man da nicht drauf reagiert, ist man halt irgendwie selber schuld, oder? Absolut. Ich meine, man sieht schon, dass die Katze nicht gerne so gehalten werden will. Und dann von oben. Ja. Ich glaube, jeder Katzenbesitzer, der irgendwie eine Zeit lang mit einer Katze zusammengelebt hat, lernt halt, dass man solche Warnsignale gefälligst zu befolgen hat, weil die Katze macht sich schon bemerkbar und dann verprügelt sie einen halt. Ja, total. Ja. Ich meine, das sieht man bei Hunden auch oft, dass die Besitzer einfach nicht drauf hören, auf solche Alarmsignale. Nur finde ich, sind sie bei Hunden noch ein bisschen leichter zu lesen. Also die meisten Menschen können das eher als jetzt bei einer Katze. Die sind ein bisschen subtiler, finde ich, aber nein, also das war jetzt schon relativ eindeutig. Gehen wir zu Meme Nummer 3. Me, carries cat out of my room for being naughty. Cat, purrs. Me, you're being punished. Please do not purr, I love you. Okay, das... Es ist traurig und das ist so ein bisschen mein Lebensalltag im Moment, weil... Okay. Du wirst das dann nachvollziehen können, nehme ich an. Bald. Wie weit bist du? 30. Woche. 30. Woche, okay, nicht mehr lang. Unsere Tochter ist jetzt ungefähr 2 Monate alt und... Ich weiß, dass IntroCat nichts machen würde, aber trotzdem, nur um auf Nummer sicher zu gehen, schläft IntroCat draußen und die Schlafzimmertür ist geschlossen und die Kleine schläft natürlich im Bettchen bei uns. So. Und jeden Abend liegt IntroCat bei mir auf dem Kopfkissen und kuschelt noch und dann irgendwann nehme ich sie halt und trage sie raus und dann ist genau diese Situation so, sie schnurrt dann halt und dann setze ich sie vor die Tür und dann guckt sie immer und dann mache ich die Tür zu und es tut mir so leid, es bricht mir jedes Mal das Herz. Ja, aber, oh Mensch, ja, das verstehe ich, Ich meine, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, aber alleine schon, klar, die liebt es, auf meinem Laptop zu liegen, vor allem, wenn ich arbeiten will. Und den da runterzuscheuchen, ist schon was, oh nein, das tut mir leid, aber... Ja, man hat dann irgendwie sehr schnell ein schlechtes Gewissen, oder? Ja, voll. Aber ich meine, klar, mit Kindern, da ist einfach, darf man nicht mit Spaß, da muss man wirklich aufpassen, selbst wenn die Katze oder der Hund noch so lieb ist, ist einfach vorsichtig. Auf jeden Fall. Safety first. Und auf keinen Fall, Leute, gebt eure Katze ab, wenn ihr schwanger werdet. Es gibt keinen Grund dafür. Nein. Nein, bitte nicht. Nein, das Erstgeborene hat immer die meisten Rechte. Das ist einfach so. Das hast du schön gesagt, ja. Meme Nummer 4. You feed a stray cat one time. Ja. Yeah. Also meine Eltern, bei denen ist es auch so gewesen, dass die eigentlich gar keine Katzenmenschen einen Kater aufgenommen haben, mehr oder weniger, und der ist dann auch halb eingezogen, was zu Problemen geführt hat. Also idealerweise sollte man es nicht tun. Ja, und das Problem ist schon, was ist eine Stray Cat? Also ich habe es total häufig gesehen, dass halt Katzen in der Nachbarschaft 3-4 Stellen haben, an denen sie sich dann vollfressen. Und bei uns gegenüber wohnt ein Kater, der ist 1,5, der ist einfach wahnsinnig fett, obwohl die Besitzer verantwortungsbewusst sind und den, glaube ich, nicht so fett füttern. Meine Vermutung ist, der hat halt noch ein paar andere Familien, wo er sich irgendwie Snacks und Nassfutter und so holt. Und
Das ist halt einfach ein Problem. Deshalb ganz klar der Appell, füttert keine Katze, die nicht euch selbst gehört. Ja, auch weil die Tiere allergisch sein könnten. Also wir hatten das immer wieder, dass wir eben futtermittelallergische Tiere hatten. Und wenn die dann ein Futter woanders noch bekommt, dann kriegst du natürlich keine Ausschlussdiät hin und keine Besserung. Jo. Ja. Natürlich gilt es nicht, wenn die Katze wirklich herrenlos ist, ne? Dann dürft ihr euch da schon drum kümmern. Aber wenn es jetzt eine ist, die jemandem gehört. Meme Nummer 5. We can't keep it. My dad 10 months ago. Aww. Süß. Kleiner Kuschelkater. Ja. Wer war bei euch verantwortlich, dass ihr Kleid bekommen habt? Ich. Das war damals so, also tatsächlich war die Story Kinder oder Katzen so ungefähr. Und weil das noch mitten im Studium war, erschien es uns dann sinnvoller erstmal Katzen. Und haben dann kurz gesucht und haben dann zwei gefunden. Lustigerweise hieß Kleidis Schwester, die Nini, hieß, als wir sie bekommen haben, Iris. Das fanden wir dann doch etwas verwirrend, zwei Irises zu Hause zu haben. Nicht ganz zweckmäßig, und dann haben wir sie umgenannt. Aber nein, wir haben uns tatsächlich ganz aktiv dafür entschieden. Mein Mann war auch sofort dafür. Also. Ja. Wie war es bei euch mit Intro Cat? Ich wollte keine Katze, sag's Intro-Cat nicht. Ich war immer schon Hundetyp, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin und auch als Tierarzt immer Hunde irgendwie angenehmer fand, weil ich Katzen einfach noch nicht verstanden habe und noch nicht lesen konnte. Und Intro-Cat hat eine alte Dame gehört, die Dame ist gestorben, die Erben haben die Wohnung übernommen und haben die Katze einfach rausgeworfen. Mega asozial. Und dann hat sie draußen gelebt, auf der Straße sozusagen. Und meine Eltern haben drüber gewohnt. Die hatten aber zwei Hunde, deshalb konnten sie nicht aufnehmen. Und haben sie dann aber gefüttert. Und dann haben wir irgendwann meine Eltern besucht. Und meine Frau meinte dann, so eine Katze wäre doch nett. Und ich meinte, nein, niemals. Und zwei Tage später hatten wir eine Katze. Und dann, seitdem wohnt Intro-Cat bei uns. Und jetzt bin ich halt total der Katzenmensch, wie man ja weiß. Aber es war eine kurze, aber intensive Umgewöhnungsphase, sagen wir mal so. Ja, ich glaube, wenn man mit Hunden aufgewachsen ist, dann ist es erstmal merkwürdig, weil die Kommunikation halt doch ganz anders ist. Und ich glaube, deswegen denken auch viele, sie mögen keine Katzen, weil sie einfach nur nicht verstehen. Man braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich reinzufühlen. Meme Nummer 6. Me barely touches cat's tummy, my cat. Execution it is. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die Klammer zu diesem Video, weil das, was die Bottomline ist, ist, respektiert den Willen eurer Katze oder ihr werdet es bereuen. Aber ich meine, nicht jede Katze hasst, im Bauch angefasst zu werden, Kleidi und Nini. Wie ist das? Ja, erzähl mal, wie ist das also, bei Kleid? Kleidi ist auf Einladung hin, darfst du ihn berühren. er zeigt sich schon sehr deutlich. Also wenn er so neben einem kuschelt und so ein bisschen auf der Seite so, und dann fasst man vorsichtig hin, tastet mal ran. Und wenn er es dann gut findet, dann zeigt er es ganz eindeutig, dreht sich noch mehr und streckt einem den Bauch hin. Wenn er jetzt einfach nur irgendwo liegt mit Bauch nach oben und du gehst hin, dann nicht anfassen, sonst Hand ab. Ja. Ja, bei Intro-Cat, sie macht das. Sie legt sich auf den Rücken, wenn sie entspannt ist, und präsentiert den Bauch. Aber darf sie ihn nie anfassen. Niemals. Auf der gar keinen Umständen. No touch me there. Wirklich. Das ist eine absolute No-Touch-Zone. Dann passieren schlimme Dinge, wenn man das macht. Das muss ich auch immer den Cat-Sittern dann irgendwie Verwandte, wenn die sich um Intro-Cat kümmern, wenn wir im Urlaub sind. Dann muss ich das immer dazu sagen. Egal wie einladend sie guckt und da liegt, fasst sie nicht am Bauch an. Es ist gefährlich. Ich muss ein Geheimnis teilen. Okay. Wenn ich Katzen in Narkose gelegt habe, das, was ich mit jeder einzelnen Katze gemacht habe, ist, sie zwischen den Pfoten zu streicheln, wenn sie dann in Narkose lag. Weil das ist die weicheste Stelle, die es an der Katze gibt. Ja. Weil das Fell einfach so ganz zart und weich ist. Ja. Aber man darf nie dahin. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich Intro-Cat zwischen die Pfoten fassen würde. Dann würde ich wahrscheinlich mal sagen. Iris und ich unterhalten uns nicht nur über Katzenmemes, sondern auch über Tiervideos, Hunde und Katzen. Und darüber haben wir ein Video gemacht, das ihr jetzt gerade bei Fellowmate sehen könnt. Den Link habe ich euch unten ins Beschreibungsfeld gepackt. Geht da mal rüber, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und da gibt es mehr lustiges Tier-Entertainment. Wahre Tierliebe ist ein Webshop mit Tierzubehör. Die Betreiber sind nicht nur super nett, sondern auch Fans dieses Kanals hier. Deshalb unterstützen sie dieses Video und sogar die nächsten drei, und dafür stelle ich in jedem Video eines ihrer Produkte vor. Dieses Mal ein super weiches Hunde- und Katzenbett.
Konrad ist auf jeden Fall schon mal absoluter Fan und wenn man ein bisschen hundesauberresistent ist, passt man sogar zu zweit rein. Wenn ihr jetzt euer Hundebett anschaut und euch denkt, das könnte man auch mal wieder austauschen, dann geht doch rüber zu Wahre Tierliebe und bestellt dort. Mit dem Code Karim14 spart ihr sogar nochmal 14%. Denn gerade für kleine Kanäle wie mich ist es wichtig, dass ich Sponsoren finde, die mir ermöglichen, noch mehr Zeit in guten Content für euch zu stecken. Deshalb vielen Dank an Wahre Tierliebe und ich freue mich schon, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin, viel Spaß mit euren Vierbeinern.